Hallo ihr Lieben, ich bin es wieder, eure Mandy, und heute zeige ich euch, wie ich das Wohnzimmer der Familie Matthes neu aufgepimpt habe, und starten mit dem Video. Ja, hier seht ihr noch ein Teil vom alten Wohnzimmer, das meiste ist schon raus. Für euch habe ich das Wohnzimmer schon einmal ausgeräumt und auch die Tapeten sind von den Wänden. Die Steinwand hinten links, die bleibt bestehen. Ich wollte die Eingangstür eigentlich ein Stück nach links versetzen, aber leider war das nicht möglich gewesen. Schade eigentlich. Naja, so bleibt es halt beim Alten. Für mein Wohnzimmer in der Luxusvilla habe ich mich für diese Tapete entschieden. Das ist ganz normales Bastelpapier aus einem Designblock, gekauft bei Teddy für 2 Euro. Ja, ich habe meinen Bogen schon mal zugeschnitten, passend für die Ecke. Und werde es mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Die eine Hälfte der Wand neben der Eingangstüre habe ich ebenfalls mit demselben Bastelpapier beklebt. Bei dieser Wand habe ich mich für braun-beige Tapete entschieden. Dies ist ebenfalls wieder aus einem Designblock, gekauft bei Teddy für 2 Euro. Diese Holzscheiben habe ich noch gefunden, habe sie mit goldenem Bastelpapier beklebt und obendrauf ein schönes Foto. Befestigt habe ich sie mit doppelseitigem Klebeband. Das geht natürlich auch mit Klebergummi. Durch die neue Raumaufteilung im Kinderzimmer habe ich 2 Elemente übergehabt und diese habe ich mit Klebefolie in Marmoroptik beklebt. Hier habe ich als Rückwand goldenes Bastelpapier verwendet. Und vom Bastelpapier hatte ich noch einen kleinen Streifen über, den ich hier ebenfalls mit eingebracht habe. Das Ganze wurde wieder mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Diese kleine Parfümflasche war eine Probe gewesen und habe sie ebenfalls mit Klebefolie in Marmoroptik beklebt und das Grün hatte ich noch übrig. Ja, hier haben wir das neue Sofa der Familie Matthes. Das habe ich aus 2 Teilen zusammengesetzt. Wenn ihr das Sofa basteln wollt, benötigt ihr Pappe, Kleber, Stoff eurer Wahl, Heißkleber und Bastelperlen. Bei den Maßen habe ich mich an dem alten Sofa orientiert und die Höhe der Sitzfläche beträgt 1 cm. Die Länge des Sofas habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Für die Gemütlichkeit dürfen Kissen natürlich nicht fehlen. Deshalb habe ich mir noch einmal die Mühe gemacht und passende Kissen dazu genäht. Ja, das grüne Sideboard, das habe ich mit Klebefolie in Marmoroptik beklebt und das erhält einen neuen Platz hinter dem Sofa. Für meinen selbstgebauten Laden, hier übrigens der Link dazu, habe ich ja auf dem Baumarkt Bastelglas gekauft und da hatte ich noch etwas übrig. Und das habe ich ringsherum mit Klebefolie beklebt. Und von der Quadratleiste hatte ich auch noch etwas übrig. Und das habe ich für meine Tischbeine verwendet. Die neuen Sessel für meinen Esstisch sind ebenfalls aus Actimel-Flaschen gebastelt worden. Bei den Hockern habe ich innen an die Lehne genau dasselbe Bastelpapier verwendet wie an den Wänden vom Essbereich. Aus einer Bastelperle habe ich mir diese extravagante Vase, Blumentopf gebastelt, unten etwas angeschliffen, damit sie nicht ständig wegrollt und oben rein noch ein Plastikgesteck eingesteckt. Bei der Wohnwand ist ein wenig Deko dazugekommen und hier nochmal das komplette Wohnzimmer im Überblick. Im Essbereich an den oberen Fenstern habe ich noch Gardinen angebracht. Die Pflanze ist in die Ecke gewandert und der Kamin ist auch ein wenig nach hinten verschoben worden. Der Teppich ist geblieben und nochmal das Wohnzimmer aus einem anderen Blickwinkel. Und noch einmal die Sicht von oben.
Das war es von mir für heute schon wieder gewesen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Ich verabschiede mich und sage ciao, ciao, eure Mandy. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos von der Familie Mattes und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.